Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Wir spielen weiter sein Rang Kagura Peach Beach Splash. Diesmal Hikage in Heat. Und da Hikage natürlich die beste ist, die es gibt, ne? Ist es natürlich eine Mission, auf die mich ganz besonders freue. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es gehen wird, aber freuen wir uns einfach. Es ist heiß. Es ist so heiß. Ich fühle keine Emotionen, aber ich fühle Hitze. Und da ich keinen Spaß am Strand oder im Pool habe, sitze ich meistens nur auf einem Fleck rum. Es ist zu anstrengend, irgendwas anderes zu tun. Hey Hikage, du weißt, dass du noch einen Hitzschlag bekommst, wenn du die ganze Zeit unter der Sonne sitzt, so rumsitzt, richtig? Ich glaube, sie macht sich Sorgen. Hitzeschlag? Nun, das würde scheiße sein. Ich schaue mich um nach einem Ort, wo es kälter ist. Aber es ist so anstrengend, sich überhaupt zu bewegen. Mein Kopf fühlt sich so leicht an. Hey Hikage, bist du okay? Samba, ja. Samba. Hä? Was hast du gesagt? Aus irgendeinem Grund ist mir das Wort Samba einfach in den Kopf gekommen. Warum Samba? Ich habe keine Ahnung. Samba. Vielleicht sollte ich Samba tanzen. Hä? Hör schon auf, Hikage. Ja, ich habe es nicht geschafft, die Hitze zu besiegen. Und jetzt bin ich verrückt. Nun, ich kann einfach genauso gut damit leben. Und da das gesagt ist... Hikage, was ist los? Ich schätze, Haruka und die anderen haben mich gehört. Warum schreist du? Mistress Haruka, Hikage ist verrückt geworden. Hat das etwas mit der Hitze zu tun? Ja, sie hat komplett den Verstand verloren. Yomi und Homura stimmen zu. Wenn ich jetzt mich jetzt aufregen könnte, dann würde ich das tun. Aber ich jetzt bin ich überzeugt davon, dass ich nicht verrückt bin. Ich will einfach nur Samba tanzen. Es gibt nur eine Sache, die wir tun können. Sie mit Wasser abkühlen. Jeder stimmt zu. In Ordnung. Wenn ihr euch meinen Samba-Tanz in den Weg stellen wollt, dann nehme ich es mit euch allen auf. Kommt schon, ihr seid dran gegen mich. Ah, wir haben ihre Waffe gewechselt mal. Ach, beim Farmen. Nee, Moment. Ich habe doch in der Zwischenzeit auch mal wieder gespielt. Keine Ahnung. Nehmen wir damit. Gatling ist jetzt nichts, wo ich sage, nö, nö, die will ich nicht, nö. Sage ich eigentlich schon eher ja. Ja, die nehme ich. Nochmal eine Map, die wir noch gar nicht hatten. Samba! Samba! Leute, bitte macht Hikage nass. Samba! Samba! Oh, sie hat so viel Spaß. Sollten wir sie nicht einfach machen lassen? Ja, Hikage mit Emotionen wäre mal eine nette Abwechslung. Aber man muss X drücken, ne? Oh, fuck, verkackt. Wir sind halt unglaublich tanky mit Hikage. Okay, jetzt sind wir aber down.
Samba, Samba. Ich verstehe es endlich. Das ist also, was glücklich sein ist. Hikages wütender Samba ist die nächste Mission. Eieiei. Na ja, komm schon. Keus wieder. Keus. Samba. Ich glaube, sie ist wütend. Samba, Samba. Mist, wir müssen kämpfen, sonst sind wir erledigt. Beruhig dich, Hikage. Du glaubst, ich kann mich... jetzt weiß ich nicht, was da weiter stand. Ich kann mich davon beruhigen. Also ist es die Hitze. Die haben leider zum Teil wieder weitergelabert, während wir da am Machen waren. Keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn man da eigentlich gar nichts trifft, aber hey. Jetzt nicht auftauchen? Samba, Samba. Brauche ich das einfach weiter? Und was ist falsch mit der Jugend heutzutage? Sie ist einfach überall. Also. Hikage ist trauriger Samba. Man kann nur bei bestimmten Charakteren das Aussehen ein bisschen ändern, okay? Warum auch immer. Also, man kann es bei allen prinzipiell komplett ändern, aber dieses Skin Change, der da steht, das war ich. Jetzt weint sie. Samba, Samba. Samba, trauriger Samba. Ich glaube, ihre Emotionen drehen durch. Warum will niemand mit mir sambern? Nun, warum tanzt du nicht mit ihr, Yomi? Vielleicht ist das einfach, was sie braucht.
Nun, gut. Samba, Samba. Ich glaube, Hikage hat sowas gesagt wie, mit dir will ich nicht. Samba, trauriger Samba. Und jetzt der spaßige Samba. Na ja, komm schon. Kois. Kois. So. Iku de. Iza jinjō ni. Shōgō. 4 3 2 1. Das sieht crazy aus. Yomi-san no oppai tatsu ya de. Jo, ich hab Yomis Melonen. Was machst du? Samba. Hu. Ich dachte, wir hätten festgestellt, dass das nicht der Samba ist. Sie hat auf jeden Fall Spaß. Es ist schön, dass sie mit ihren Gefühlen zurechtkommt. Das Leben ist voll von lustigen Sachen. Jetzt die letzte Mission, der Sinn von Emotionen. Läuft bei euch? Ja, denk schon. Bisschen die Ohren zurechtrücken. Auch wichtig. Schon wieder eine Map, die wir gar nicht hatten. Was ist los? Es sieht so aus, als hätten sie alle Emotionen gleichzeitig. Nun, es wäre nicht in Ordnung, sie einfach so zu lassen. Ja, selbst ohne ihre Emotionen ist die übliche Hikage die beste Hikage.
Ich hab das gehört. Okay, dann überlass das mir. Was mache ich? Ich fühle mich jetzt deutlich abgekühlter und mein Kopf fühlt sich deutlich weniger durcheinander an. Ich bin wieder mein altes Ich. Sollte es mir leid tun für was auch immer ich getan habe? Nun, zumindest ist alles wieder normal. Bist du jetzt in Ordnung? Wie fühlst du dich? Sie sieht perfekt aufgefrischt aus. Gott sei Dank. Jeder macht sich Sorgen um mich. Emotionslos oder nicht, wenn sowas passiert, dann kann ich nicht anders, als mich ein bisschen geborgen zu fühlen. Es geht mir in Ordnung. Es ist jetzt wieder alles gut. Nun, in Ordnung, aber ich weiß nicht. Homura verschränkt ihre Arme und denkt nach. Ha, ich habe eine Idee. Hier, so sehen wir, ob wieder alles normal ist. Homura nimmt ihre 6 Schwerter raus. Was hat sie vor? Dann verstehe ich's. Aber wird sie das wirklich tun? Ist das wirklich die Zeit für... Hier komme ich, Hikage. Homura-Style, ultimative Nachmachung, Krabbe. Homura nimmt ihre Schwerter und posiert wie eine Krabbe. Ein leerer Wind geht durch mein Herz. Du lachst kein bisschen. Okay, sie ist in Ordnung. Sie nickt, als würde sie sich selbst zustimmen. Nur du würdest nicht über meinen ultimativen Witz lachen. Alle anderen lachen laut. Worüber lacht ihr? Ich mache keine Witze. In Zeiten wie diesen bin ich mir sicher, dass es großartig ist, mitzulachen. Aber ich bin ich und ich habe Freunde, die so wollen, dass ich so bin. Ich verstehe Emotionen nicht ganz, aber das muss sein, wie sich glücklich sein anfühlt. Ja, sehr schön. Und das ist die Moral von der Geschichte wieder mal. Ne? Wir öffnen jetzt noch ganz nett unsere Kärtchen. Ja, da haben wir aber momentan nichts Gutes dabei. Und da haben wir zumindest eine neue Karte dabei. Das ist doch nicht verkehrt. Und das war eine weitere Folge des Senran Kagura Peach Beach Splash. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Haben Sie einen Moment Zeit, um über unseren Lord und Retter Cthulhu zu reden? Dann bitte hier ein Video klicken. Da ein Video klicken. Hier unten abonnieren und liken.